Ja, hallo meine Freunde, willkommen zum Sonntagsvideo Entspanntes Clashen. Wir machen ein bisschen Werbung, es gibt gute Nachrichten zum Thema Livestream und ein bisschen Gameplay ist auch enthalten. Also lehnt euch zurück, entspannt euch und viel Spaß mit dem Video. Hallo da. General Kenobi! Jo, fangen wir zuerst einmal an mit einer Wiederholung. Das darf natürlich auch nicht fehlen, ihr Lieben. Auch wenn ich auf Gaming Booster ein bisschen umgestiegen bin, ab und zu gönnen wir uns jetzt trotzdem weiterhin das Monster. Cheers. Auf euch. Wie geht es euch heute? Schreibt es mir in die Kommentare. Was macht ihr gerade? Wir sehen hier einen schönen Green Walk. Drei Eisgoolies. Alle wissen, Eisgoolies in der CB. Richtig, richtig stark. Hackt richtig ab. Die Wurzeldullis sind schon im Einsatz. Perfekt. Jetzt haben wir hier noch einige Loons, die da mitgefreezed sind. Sieht lustig aus. Die Königin hat sich jetzt aber mal endlich drum gekümmert. Konnte hier gut was rausnehmen. Und jetzt gehen wir hier in die Mitte rein. Das ist schon frech, dass er da so in die Mitte rein darf, oder? Hätte ich nicht gedacht. Guck mal, der Single Inferno, alle schießt da richtig drauf. Da ist richtig was los da in der Mitte. Da ist richtig Damage gefragt. Eieieiei. Ja, schöner Freeze. Ich hätte den Freeze jetzt wahrscheinlich eher darauf gesetzt, aber es ist mal egal. Das ist ja mal komplett wurscht, weil der Monolith, der macht den bitterbösen Schaden. Hast du noch nicht gesehen, sowas? Skelett hat auf den Monolithen draufgesetzt, der damit abgelenkt. Katapult fährt auslang. Ja, am Ende wird sich wahrscheinlich alles beim Rathaus treffen. Gehen wir mal davon aus, es wird sich alles am Rathaus treffen. Sieht aktuell danach aus. Der König außen, der macht ja einen guten Job. Die Königin, der Eispfeil, ne? Der ist einfach so stark. Der ist einfach viel zu stark. Eispfeil into Handschuh vom König. Zwei Sachen, die richtig OP sind und dann noch OP-Truppen. Fährt er hier über den Rathaus 16er drüber, als wenn es gar nichts wäre. Die Helden sind full life. Den König kann er sogar noch zünden. Das ist not even close, was hier passiert. Tornadofalle, richtig. Gladi ist jetzt raus. Hat er immer noch einen Invis. Hat immer noch Truppen zum Setzen. Ja, kann da hier zum Beispiel schon mal Bogis setzen. Ja, und dann ist es eigentlich nur noch der Streukatapult. Also es kann noch spannend werden. Die Mauern sind schon mal offen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Der König entscheidet sich jetzt auch wieder umzudrehen. Und möchte doch lieber da lang gehen. Der Tank ist einfach derweil weg. Die Königin kann man sogar noch zünden. Da ist es auch passiert. Ja, was will jetzt hier noch passieren? Was will jetzt hier noch anbrennen? Außen wurde aufgeräumt. Ein Invis hat er gar nicht mehr gespielt. Doch jetzt. Ja, und dann ist das Thema durch. Also sehr, sehr geisteskranker Angriff hier. Und ihr seht hier, der Pfeil ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und meine Lieben, ich habe es oft in den Kommentaren gelesen zum Thema Free to Play. Zum Thema Free-to-Play könnt ihr euch diesen Frostpfeil holen. Aber ihr müsst wirklich sparen, sparen, sparen und ihr könnt euch nichts von den anderen Sachen holen. Deshalb meine Empfehlung für euch. Wenn ihr den Frostpfeil haben möchtet, spielt das hier komplett durch. Ja, macht eure Angriffe, macht diesen Bonuspfad. Ihr werdet diesen Bonuspfad wahrscheinlich auch noch brauchen. Und holt euch dann beim Eintausch die 3100 Metz, mit den 3100 Metz den Frostpfeil ab. Das kann ich euch nur empfehlen. Und das, was dann am Ende immer noch übrig bleibt, empfehle ich euch, haut es rein in hier Glimmerze, in Erze, ja, ganz wichtig. Holt euch lieber die Erze, weil ganz ehrlich, was wollt ihr mit einem Clanhausdach oder so? Das ist totaler Scheiß oder Gold und Elixier braucht kein Mensch, geht farmen. Also wirklich hier sollte der Fokus in erster Linie darauf liegen, dass ihr diesen Frostpfeil holt. Wer natürlich genau wie ich Avengerle Geld in die Hand genommen hat, kann sich natürlich noch den Drachenwächter holen. Ich werde ihn mir nicht holen. Ich gehe dafür lieber auf ja, Buch der Helden, habt ihr gesehen, habe ich schon eins gekauft. Ich möchte lieber da noch ein bisschen meine Base ausbauen, ja, dahingehend noch ein bisschen weiterkommen. Werde dann auch noch gucken, dass ich vielleicht noch ein Buch des Bauens mitnehme. Ja, und dann auch vielleicht in Erze investiere. Also das ist dann der Way to go, den ich hier einschlagen werde oder möchte. Jetzt machen wir noch einen Live-Angriff. Wir sehen uns heute Nachmittag nochmal, denn da machen wir dann auch schon wieder Clankrieg. Ja, vielleicht kriegen wir ein paar Live-Angriffe und machen selber einen. Wird sich zeigen. Dann sehen wir mal diese Viecher hier in Real Life. Ihr habt gesehen,
Ich bin jetzt auch wieder in Legende, ich habe mich wieder hochgegrindet. Durch die CWL, dadurch, dass ich auf zwei Accounts gespielt habe und dann die ganze Zeit mit Videoschneiden beschäftigt war, mit Livestream einrichten, ja, mit dem allen drum und dran, hatte ich nicht so viel Zeit und bin aus der Legende geflogen. Das war natürlich auch irgendwie dämlich. Jetzt machen wir es hier besser und die Königin Level 91 sieht sehr fruchtig aus, wirklich. Das ist schon richtig sexy. So, Freunde, was haben wir hier? Das mag die Hydra natürlich schon sehr gerne. Das dürfte wohl arschklar sein, dass wir hier reinjodeln. Ich vermute die Tornadofalle irgendwo zwischen diesen. Man kann sie mal nicht anzeigen, das nervt mich immer ein bisschen. Ich möchte meinen Blimp gerne hier auf einen X-Bogen spielen und dann für absolute Gerechtigkeit sorgen. Soweit zur Theorie. Jetzt gucken wir mal, wie es denn in der Praxis aussieht. 1, 2, 3. Und lass mal fliegen den Scheiß. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, dicke geht's. Patz! Und rein. Und 1, 2, 3, 4. Und jetzt 1, 2, 3, 4. Und das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Das könnte doch schon mal echt gut klappen jetzt hier, Freunde. Vielleicht kriegen wir hier sogar das Rathaus noch. 3, 4. Und jetzt müssen wir hier das Rathaus bitte noch einmal kriegen. Danke. Das wäre dann schon alles, was ich haben möchte. Also 26%, ein Stern des Rathaus hier gekriegt, ist natürlich schon sehr, sehr knorke. Leute, ihr wisst jetzt ganz genau, was passiert, denn wir müssen jetzt hier den König spielen und die Königin. Weil, warum machen wir das? Weil wir jetzt hier die Hydra anfangen. Babababatz, babababatz. Und jetzt wollen wir hier nämlich alles gemeinsam schön durchzünden. Das heißt, meine Helden sind gezündet, das ist gezündet, hier spielen wir die Gladi rein, denn wir möchten da die Luftabwehr, wir möchten, dass alles schön Richtung Eagle Death reinjodelt. Das wäre hier unser oberstes Ziel, die Gladi schafft es von dort auch aus, also die sollte damit kein Problem haben. Die zünden wir jetzt einmal und dann kriegt die hier erstmal schön Gebäude. Ja, den Freeze, den möchte ich mir gerne aufheben, weil ich möchte hier natürlich den Single Inferno und wir möchten den Streukatapult natürlich freezen. Auch das wäre natürlich etwas, das wir hier sehr, sehr gut gebrauchen könnten. Und dann ist das Thema hier durch. Ja, die zwei Drachen, die werden das Thema hier schon regeln. Also ich gehe mal stark davon aus, Alter, die atmen den einfach rein. Die atmen diesen Single Inferno einfach weg. Junge, ist das frech. Ist diese Strategie stark? Junge, Junge, Junge. Ja, so kann man sie spielen. Ja, und dann kannst du auch mal so ein, ja, ganz entspannt rausnehmen. Also ihr seht hier, not even close. Es ist, wie es immer ist, Eventtruppen sind einfach super stark, ja, die sind super sexy, dann gibt's nix. Ja, dicke Hits, dicke, dicke Hits. Und Leute, nächsten Samstag können wir schon anfangen mit dem ersten Livestream, ne? Wer Bock hat, kann da gerne zuschalten, wir machen da noch eine Ankündigung. Ich mache jetzt noch die letzten Feinheiten mit OBS. Ich hätte meinen PC und meinen Bildschirm fast ins Nevada geschlagen, aber jetzt haben wir es langsam hingekriegt. Das fanden wir natürlich sehr knorke. Ja, das hier dürften wohl, glaube ich, die drei Sterne sein. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Ja, die Königin macht einfach so einen Schaden. Ja, so einfach machst du es halt und dann sind die Truppen einfach viel zu stark. Was willst du da noch schönreden? Da kannst du nichts mehr schönreden. Es ist einfach viel zu hart, was hier passiert. Ja, Dante, es tut mir leid, dass ich dich hier so auseinandergepflückt habe, aber Angry Duck, willkommen im Video. Ja, so einfach ist es. Ja, ganz, ganz einfach. Wir beobachten mal unsere Community, was die hier so machen. Queen Charge. Wir kennen die Strategie natürlich alle. Ja. Wurzeldullis at its best. Er hat 8 Wurzelreiter mitgenommen. Meines Erachtens ein bisschen viel. Habe ich auch gespielt und dann hat es mir immer gefehlt an Aufräumtruppen. Vielleicht da 2 weniger nehmen und ein paar Superbarbaren mitnehmen. So als kleiner Tipp. Aber wir werden mal schauen, ob der Erfolg ihm hier recht gibt. Oh, Scattershot verteilt hier schon mal richtig dicke Bretter. Eieieiei. Da werden Schmerzen ausgeteilt. König kommt. Ja, ich weiß schon, was er machen will. Da über die Bombentürme, dann übers Rathaus rein. Aber ich vermute hier richtig viele Fallen. Also das wird auf jeden Fall ein richtig dicker Spaß. Alter, was da los ist, ne? Da ist richtig Turn-up da drin.
richtig gezündet. Die Tornadofalle hätte ich genau da vermutet. Das war klar, ich kenne die Base schon ein bisschen. Jetzt kommen hier natürlich erstmal die Clan-Truppen raus. Die werden jetzt erstmal richtig abpacken. Beziehungsweise dieser Ballon könnte ein Problem werden langfristig, wenn man den nicht schnell genug rauskriegt. Da ist er draußen. Der Lava-Hund eher nicht das größte Problem. Jetzt sind alle seine Wurzelreiter weg. Ja, das war natürlich die große Gefahr dahinter. Da hätte man vielleicht von hier hinten kommen können. Schwierig. Ganz schwierige Geschichte. Also die ist hier selber, du musst immer gucken, dass du genug Superbarbaren mit hast, die du jetzt hier reinspielen könntest, dass die dann halt wirklich auch nach innen reinlaufen. Hier fehlt es jetzt halt an Aufräumtruppen und selbst wenn nicht, dann würde es hier ein zeitliches Problem geben. Denn der Warden, der wird jetzt hier auf jeden Fall rausgenommen. Safe Call. Der dürfte, glaube ich, nicht mehr glücklich werden. Jetzt ist er auf jeden Fall mal weg. Schwierige Kiste. Ganz, ganz schwierige Kiste. Klar, die nimmt da den König raus. Das ist schon mal super wichtig gewesen. Draußen wird aufgeräumt. Ja, wie gesagt, es dürfte, glaube ich, an der Zeit scheitern. Es dürfte, glaube ich, ein zeitliches Problem werden. Denn nicht genug Aufräumtruppen bedeutet immer, dass du zeitlich richtig Schwierigkeiten kriegst und die Superbarbaren hätten jetzt hier schon mal richtig aufräumen können. An deiner Stelle würde ich jetzt alles setzen, was noch da ist. Ja, 85% ist schon mal gut. Ja, aber das wären keine 90% mehr, oder? Wären es noch 90? Kriegt er die 90 noch? Komm, wir geben sie ihm. Ah, schade, hat er nicht mehr ganz gekriegt. Ja, an sich nicht verkehrt, aber wie gesagt, ein paar Aufräumtruppen mehr. Ich empfehle Superbarbaren. Ja, ich musste das auch genauso lernen. Danke, Jess. Kuss, kuss, kuss. Valkyrie. Okay, jetzt wird's ganz wild, Freunde. Jetzt wird's richtig wild. Wir alle wissen, Finny, der ist ein Mann, der experimentiert auch gerne mal. Und wir sehen hier die Wurzelreiter jetzt in Kombination mit Valkyrie. Also jetzt wird's richtig frech. Er greift sich auch selber an, also er übt diese Strategie aktuell auch an dieser Base. Ja, das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Er weiß auch, was stark ist, deswegen eine starke CB drinne, ganz, ganz wichtig. Ah, also ich weiß nicht, bei Tyra habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wie stark die auf Rathaus 16 sind. Müssen wir uns mal eines Besseren belehren lassen. Das würde halt nur Sinn machen, weil Valkyrie machen ja sehr viel Schaden. Die Gebäude sind sehr nah beieinander. Die könnten hier schon gut aufräumen. Ja. Oh, dicke Hits. Schwarze Minen sind immer dicke Hits. Single Infernos. Da hast du noch einen Monolithen, der auch noch da ist. Dann hast du da noch einen Single Inferno. Der möchte auch noch behandelt werden. Und ist raus, Gott sei Dank. Diesen Einfreeze, ich will es gerade sagen, den kannst du jetzt einfach noch benutzen, um den Monolithen ein bisschen zu küssen. Hoffen wir mal, dass die Königin jetzt hier den Monolithen anfängt zu lieb zu haben, weil sonst wird es schwierig. Die Königin läuft aber gar nicht da lang, wo sie hinlaufen will. Ja, ist jetzt rausgenommen. Das ist ja... Und der Warden auch. es ist wieder die KI. Da machst du nichts. Ja, der Monolith, der schießt alles raus. Okidoki, wir haben hier einen Rathaus 15er, wir haben hier eine Base, ja, kann man spielen, muss man nicht. Wir haben da einen Giftturm, den möchten wir auf jeden Fall vermeiden, das heißt, ich muss eigentlich schon gezwungenermaßen von dieser Seite kommen, dann gucken, dass ich eventuell hier zwischen Luftfeger und Magierturm lande und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also, packen wir's. Und wir jodeln erstmal, das ist Standardprogramm. Batz. 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Oh, dicke Hits. Und 1 und 2 und 3 und pop. Und nochmal. Also wir haben es jetzt richtig rausgereizt. Haben jetzt hier leider aber nicht das bekommen, was wir bekommen wollten. Das Rathaus wäre das eigentliche Ziel gewesen. Schwierig. Jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Das heißt, wir spielen jetzt hier den König erstmal hier rein und die Gladi hierher. Ja, sollen die sich mal darum kümmern. Und wir spielen die Hydra
Die Hydra muss ich eigentlich fast schon von hier spielen. Schwierig. Habe ich eigentlich gar keinen Bock, die von hier zu spielen, aber ist jetzt halt mal so. Babababatz. Wir müssen das jetzt halt ein bisschen so machen. Hier müssen wir gucken, dass wir nicht Gefahr laufen, irgendeinen Scheiß zu machen. Hier müssen wir mal kurz einen Freeze setzen. Das könnte jetzt schon ein bisschen stressig werden. Das könnte... Hat der überhaupt was in der Klammburg drin? Was? Wir zünden einmal kurz. Denn jetzt können wir die ganzen Minen einstecken. Jetzt können wir den ganzen Schaden kompensieren. Wichtig, hier zünden wir auch mal. Denn hier können wir jetzt natürlich von außen aufräumen. Jetzt müssten die halt alle schön in die Mitte pimmeln. Jetzt müssen wir mal gucken, wozu diese Drachen wirklich fähig sind. Hier zünden wir mal rein, damit der König hier mal ein bisschen schneller Welle macht. Diese Drachen sind so stark, ne? Die sind einfach so stark. Das ist unglaublich, wie stark diese Drachen sind. Unfassbar stark, die Dinger. Unfassbar stark. Dass die da noch das Rathaus kriegen, ist doch so frech eigentlich. Das ist doch gar nicht mehr legal, was die machen. Das ist doch gar nicht mehr legal. Ja, aber da habe ich mich ein bisschen... Da habe ich mich ein bisschen leiten lassen. Ich glaube, ich habe den, ich habe es ein bisschen zu sehr ausgereizt. Ich hätte den Blimp noch weiter reinspielen müssen. War ein bisschen zu weit außen, aber ist nicht weiter tragisch. Wir lernen ja auch noch dazu. Finny übt derweil weiter. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, hier nochmal ein bisschen Werbung für den Kanal von Klaus. Ich blende es ein, der mich in den Kommentaren gefragt hat. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Genießt den Sonntag, ja, bleibt ganz entspannt. Ihr sollt nicht durchdrehen und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge Clash of Clans, beziehungsweise nachher, wenn ich vielleicht noch Live-Angriffe aufnehme. Also, ich melde mich ab, Clash auf und trink auf euch. Tschüss. Wein, Schorsch, lieber, ist doch klar.